Herr Wendel, das war ein offener Schlagabtausch mit der Entscheidung in letzter Sekunde fast. Ja, natürlich. Also ich bin relativ froh und glücklich natürlich, dass der Sieg zugunsten uns natürlich jetzt stattgefunden hat. So wie Sie es gesagt haben, es war ein offener Schlagabtausch. Schwarzenberg und Reichenbach hat von Anfang an natürlich Druck gemacht. Da hat man gemerkt, dass die heute auch was holen wollen, sind leider nicht so gut in die Runde gestartet, wollte da einiges wieder gut machen. Wir haben uns natürlich hier uns relativ schwer getan von Anfang an. Wir haben die Sicherheit nicht gehabt. Wir sind natürlich auch nur mit einem Sieg oder einem Unentschieden aus den letzten drei Spielen hier in dieses Spiel gegangen und dementsprechend war natürlich der Druck hoch und wir wollten auch natürlich die drei Punkte holen. Die Entscheidung etwas glücklich verdient, wie würden Sie das beurteilen? Also ich sehe es als glücklich. Klar, wir haben lange nicht dieses Spiel, das wir eigentlich könnten, aufziehen können. Ja, beziehungsweise spielerisch auch das gezeigt. Wir sind aber auch nicht mit den besten Voraussetzungen hier in dieses Spiel gegangen. Wir haben leider nur einen Kader heute gehabt mit 12 Leuten. Viele Spieler, teilweise die Hälfte sogar, die nur einmal diese Woche trainieren konnten. Und dementsprechend bin ich natürlich noch glücklicher, dass wir die drei Punkte in Elmendingen behalten können. Wie geht es jetzt für Ihre Mannschaft weiter? Der nächste Gegner ist Kalmbach 2. Was haben Sie sich noch vorgenommen? Ja, wir haben natürlich die letzten zwei Spiele, beide Titelaspiranten, haben wir natürlich nur einen Punkt geholt. Und das ist natürlich für uns ärgerlich, da wäre auch mehr drin gewesen. Ja, da hat uns das Glück gefehlt. Heute haben wir natürlich das Glück, haben die drei Punkte. Und wir würden natürlich klar, nächste Woche mit einer verbesserten Leistung spielen wir natürlich auch auf die drei Punkte. Und was haben Sie sich insgesamt vorgenommen? Ja, wir hatten in den letzten 5-6 Monaten hatten wir mehrere Leistungsträger, die weggefallen sind. Das heißt, der Kader hat sich eigentlich verringert, sage ich jetzt mal. Es sind viele Leistungsträger weggegangen und das Ziel ist natürlich besser wie letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir Fünfter, aber wir denken einfach nur von Spiel zu Spiel und jetzt erstmal nächste Woche dann die drei Punkte und dann schauen wir mal. Herr Wendel, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Danke gleichfalls.